Oh. Da war eine Zone der Heilung drin. Da war eine Zone der Heilung drin. Und auch noch eine, die ich benutzen kann. Den habe ich schon, dooferweise. Bereit. Da hatte ich jetzt großes Glück, ey. Für die Macht Nors. Lasst uns kämpfen. Und ja, wir kriegen immer mehr Hexenmeister zusammen. Die Berserker hier könnten halt ein bisschen Aua machen. Wenn ich selber direkt angreife. Runenkrieger zu mir! Aber bei den 12er Gegnern bin ich eher zuversichtlich, dass ich sie besiegen könnte. Hier bin ich, Meister. Meister, das Gebäude ist fertig. Danke. Bereit. Und los. Für die Rune. Folgt mir. So, weil hier sind die Giftkriecher drin. Die sind Level 20 und damit etwas stärker. Oh, und Geht silbernde Flitzer der Tod. Hier ist jetzt offen. Wo bin ich? Da bin ich. Für die Macht Nors. Meister, das Gebäude ist fertig. Gut, ich speichere hier jetzt mal wieder. Dann versuchen wir wirklich mal. Ja, ich gebe zu, ich bin am Erfahrungspunkte jagen. Weil ich weiß, wenn die Kriecher die Gegner töten, da kriege ich keine Erfahrungspunkte von denen. Wenn ich sie selber töte, sollte ich jedoch einen guten Batzen kriegen. Und solange es nur die da sind. Hallo? Also ja, ich weiß, meine Nahkämpfer, die werden fallen. Runenkrieger zu mir! Das da wollte ich eigentlich vermeiden. Ein ehrloser Hinterhalt! Die Linien dürfen nicht brechen! Genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Da sind auf einmal alle tot. Das wollte ich nicht. Ganz ehrlich, nicht. Für die Macht Nordkrieger. Ruhm und Ehre. Die Schlacht ist nahe.
Ruhm und Ehre. Für die Ehre. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Die Linien dürfen nicht brechen. Lasst uns ein ehrloser Hinterhalt. Vorwärts, Krieger! Ein ehrloser Hinterhalt, Kreuzer der Tod. Okay. Bereit und los. Mir nach. Auf meinen Befehl. Gut, ich gebe zu, viel Erfahrung bringt das nicht. Also, nehmen wir den Standardplan. Gucken wir an anderen Stellen, wo wir Erfahrung zusätzlich kriegen können. Wobei euch zieht die Schlacht alle ist lieber nahe. Aus dem Weg. Töte ich lieber später die Giftkriecher, als dass ich die hier töte. Oder ich helfe den Giftkriechern, wenn es geht. Ah, ihr habt die Flöte, sehr gut. Damit kann ich die Kriecher auf die Wachen treiben. Es könnte gefährlich werden. Zieht euch mit euren Truppen hinter den Felsübergang im Westen zurück. Dann werde ich sie freilassen. Ja, der Felsübergang ist der hier gemeint. Weil die Giftkriecher werde ich später töten müssen. Wenn wir so Level 12er Dunkelelfen beschwören können. So, ihr Monster, es gibt Futter. Passt gut auf, die Flöte wird sie meinem Willen unterwerfen. Nein, verdammt! Das waren schräge Töne. Zum Glück gehen sie trotzdem, soweit ich weiß, nach Süden. Ja, tut es auch. So, was hast du denn dabei? Glücksbringer. Die hat er kein Glück gebracht. Teile eines eisernen Soldaten.
Ja, zeigt den Maskierenden die Teile des Eisernen Soldaten. Der alte Krause scheint recht viel über Zirkelhandwerk zu wissen. Diese Eisernen Teile stammen wohl aus dem Konföderationskrieg und könnten ihn interessieren. Mhm. Das machen wir aber dann in der nächsten Aufnahmesession erst. Ja. Beseitigt Worims Orkwache mit Hilfe der Kriecher haben wir gemacht. Hat uns so leider keine Erfahrungspunkte eingebracht. Schade. Tja, wer sich auf die Seite der Bösen schlägt, der lebt nicht lange, so wie es aussieht. Jedenfalls haben wir jetzt... Oh, wir haben den Spinnenflüsterer noch gar nicht geplündert. Was verlangt der Horch? Gerne. Geh mal dahin, dass wir den plündern können. So, in das Loch hier haben sich jetzt die... Kriecher eingenistet. Also die, die noch leben. Nor, vorwärts, Krieger! Gucken wir mal, wie gut wir gegen die ankommen. Die haben ja keine Magie. Die Schlacht ist nahe. Und wir haben Todesmagie. Endlich. Vorwärts, Krieger! Endlich. Okay. Silbern glitzert der Tod. Ist vergebens. Endlich. Alles One-Hits? Ein feiger Angriff. Oh, da kommt der zweite schon. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien hier dürfen nicht schnell brechen. Schnell. Rückzug, Rückzug. Ein feiger Angriff. Lasst uns kämpfen für die Ehre. Also ja, mit genug Hexenmeistern könnten wir die eine nach dem anderen töten. Wir müssen halt immer wieder Truppen, also Hexenmeister, nachproduzieren. Wir sind der Tod. Und sehr viele davon. Aber Aria wäre ja kein so großes Problem. So, Spinnenflüsterer, was hast du denn noch dabei? Zauberring, Mondschild... Ring der sieben Winde. Oh, der wäre was für uns. Wie kann ich dienen? Wo habe ich das Banner dafür jetzt hingesetzt? Für die Macht Nors, für die Macht Nors, für die Ehre. Lasst uns kämpfen, gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Ruhm gebt und euren Ehre. Befehl. Naja, so ein Giftkriecher nach dem anderen. Sollten wir tot kriegen. Geben auch ein bisschen Erfahrung und wir müssen das nicht später nochmal machen. Also sie geben jetzt gute Erfahrung. Hoffe ich mal.
Weil sie bewachen da auch eine Truhe. Oh, Goblin-Assassine liegt da auch noch rum. Hm. Na gut, aber wir speichern jetzt hier mal. Let's play. Und dann gibt's jetzt hier erstmal einen Cut. Bis gleich.